Was ist der Unterschied zwischen einer Blüte und einer Blume? Im Allgemeinen ist die Blume die ganze Pflanze. Sie besteht typischerweise aus einer Blüte, einem Stängel, Blättern und theoretisch auch Wurzeln. Bei Schnittblumen gibt es natürlich keine Wurzeln. Sie wurden nämlich abgeschnitten. Eine Blüte ist also nur der Kopf, in dem sich die Pflanzenteile für die Vermehrung befinden. Das hier sind auch Blüten. Und das sind Blumen. War das neu für dich?